Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute haben wir an der Fachhochschule des Mittelstandes mal ein Thema, was ein bisschen außergewöhnlich ist, ein bisschen spacig, aber nicht nur wir sind spacig, wie Sie sehen können, ist ja auch die Bundesliga inzwischen auf dem Weltraumtrip. Space Economy and Space Business. Geschäftsmodelle der Zukunft. Wir haben gesehen, dass Herr Musk plant, dass Herr Branson schon mal sich an den Rand des Orbits begeben hat. Offensichtlich scheint da was los zu sein. Bevor ich da aber weiter darauf eingehe, vielleicht noch mal die Vorstellung meiner eigenen Person. Ich heiße Gerald Fogatzky, das steht hier auch irgendwo auf den Folien drauf. Das ist das Gute, steht immer auf Folien drauf. Ich bin ordentlicher Hochschullehrer an der Fachhochschule des Mittelstandes und ich bin eigentlich von meinem Ursprung her Banker und Betriebswirt. Aber Banker suchen ja immer den Punkt, wo das große Geld ist. Und vielleicht ist das ja tatsächlich auch zukünftig im Weltraum. Ich bin aber kein Physiker, kein Ingenieur. Ich bin kein Biologe, kein Naturwissenschaftler. Das heißt, wenn Sie jetzt von mir erwarten, dass ich Sie in die Tiefen der technischen Hintergründe des Weltraumfluges oder der Weltraumabenteuer mitnehme, dann muss ich leider sagen, ist das nicht der Ansatz, den ich heute verfolgen werde. Ich verenge das Ganze auf einen wirtschaftlichen Blickwinkel, denn, das habe ich als Banker ja natürlich auch gelernt, Geld braucht man immer. Ohne Moos nicht los, auch im Weltraum nicht. Was habe ich heute vor mit Ihnen? Mensch und Mond auf der Suche nach dem Mann im Mond. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Das wird Sie an Ihre Kindheit erinnern. Weltraummissionen, was geht und was geht noch nicht? Das muss man auch ganz deutlich sagen. Was benötigen wir, damit etwas geht? Wie sieht das überhaupt aus mit der Space Economy, also dem Wirtschaftsrahmen für wirtschaftliches Handeln im Weltraum oder außerhalb unseres Orbits, sagen wir mal so, und welche Geschäftsfelder lassen sich daraus ableiten? Zum Schluss natürlich, wie kann man weitergehen? Motivation für so ein Thema, die ist natürlich häufig, das ist ja außergewöhnlich, nicht unbedingt in der aktuellen Arbeit. Sicherlich hat die jüngere Entwicklung und die mediale Aufmerksamkeit dieser der Raummissionen oder Orbitmissionen durch Herrn Musk und Herrn Branson, was ja eher touristischen Charakter hatte, nochmal dazu beigetragen, einen Blick darauf zu werfen. Aber eigentlich geht das Ganze zurück, weil wir, und wahrscheinlich geht es Ihnen, ist es Ihnen als Kind auch genauso gegangen, wir schon immer ehrfürchtig zu den Sternen aufgeblickt haben und versucht haben, rauszukriegen, wer wir sind, wo wir sind, wie wir uns einordnen können. Im Übrigen etwas, was durchaus sehr bedeutsam auch für die Menschheit ist. Kopernikus hat uns diesen theoretischen Rahmen gegeben und das hat dann damit natürlich auch das Weltbild der Menschen komplett verändert. Und Galileo hat dann über seine Beobachtungen das Ganze auch verifiziert. Und das Gleiche machen wir als Menschen, als Kinder immer wieder durch. Wir schauen nach oben und stellen fest, oh, so ganz leer ist es da nicht. Da kann ja auch noch was anderes sein. Und was ist da? Und von daher ist die Thematik des Menschen, der nach in den Sternen schaut oder was naheliegend ist in unserem Erdtrabanten, dem Mond, das ist eigentlich relativ naheliegend. Für Kinder ist die Sache ohnehin klar, wenn es um den Mann in den Mond geht. Auf dem Mond wohnt ein Mann und der muss ja auch irgendwo mit dem Gesicht, was man da erkennen kann, in Verbindung zu bringen sein. Kläre ich gleich nochmal auf. Und irgendjemand muss ja auch das Licht ein- und ausschalten des Mondes.
Die Frage ist allerdings, wie ist der Mann dahin gekommen? Die vermeintlichen Gesichtsfelder sind schlicht und einfach Gesteinsformationen auf der Rückseite des Mondes. Also wir sehen die eigentlich gar nicht nur direkt, sondern nur ausgeleuchtet. Und von daher ist das natürlich kein Mann und auch kein Gesicht, sondern es ist eine Gesteinsformation. Das haben vor etlichen Jahren die Forscher der University of Ohio in Columbus festgestellt, Mr. von Frese und seine Mitarbeiter. Das heißt, wir haben da was, aber es ist nicht der Mann im Mond. So, alle Menschen sind aber von Natur aus wissbegierig. Aristoteles hat das schon festgestellt in seiner ersten Philosophie. Und wenn man sich anguckt, wie wurde denn hier Entdeckung, Erkundung auf unserer Erde betrieben, so waren die Treiber Neugier, Macht, aber auch Reichtum natürlich. Erwarteter Reichtum, erwartete Macht. Und das Gleiche gilt natürlich für die Ziele heutzutage von Weltraummissionen auch. Wir können sie nur eben etwas abschichten und unterteilen eben in wissenschaftliche Ziele, politische Ziele, wirtschaftliche Ziele und leider Gottes auch militärische Ziele. Über militärische Aspekte der Weltraumfahrt werde ich in meinem Vortrag nichts sagen und kann ich auch nichts sagen. Das sind alles Themen, die sich einem Wissenschaftler hier in Hannover nicht so ohne weiteres erschließen. Und von daher ist das etwas, was wir komplett ausblenden müssen. Das macht natürlich schon ein gewisses Defizit oder schafft ein gewisses Defizit. Und von daher müsste man diesen Aspekt dann nochmal gesondert betrachten. Gleichwohl dürfte es auch für andere Wissenschaftler nicht einfach sein, dort entsprechend Kenntnisse zu erlangen. Die wissenschaftlichen Ziele. Da geht es natürlich um die Exploration. Wer oder was sind wir im Vergleich zum Rest? Sie erinnern sich an den Mann im Mond, Sie erinnern sich an Aristoteles. Und was ist der Rest vor allen Dingen? Das heißt, gibt es da Leben irgendwo? Was gibt es da sonst noch? Es geht um Grundlagenforschung, nämlich um die Verifizierung und Validierung von Wissenschaftshypothesen, auf deren Basis wir viele Bereiche unserer Naturwissenschaften, aber auch unserer Sozialwissenschaften fundieren. Es geht darum, neue Wissenschaftsfelder zu erkunden. Das heißt, wie sieht das mit der Materialkunde aus, die wir im schwerelosen Raum haben beispielsweise? Exobiologie oder Astrobiologie, wie sieht das da aus? Und es geht natürlich auch um Verträglichkeitsprüfung. Denn um Missionen im Weltraum machen zu können, müssen wir sicher sein, dass Material und Mensch das Ganze auch vertragen. Und in welchem Ausmaß. Das heißt, Entwicklungsgebiete, die sich dort anschließen, sind im technischen Bereich, im biologischen Bereich, im geologischen Bereich, im soziologischen Bereich, im psychologischen Bereich. Also denken Sie nur allein daran, wie das aussieht. Wie können wir denn in so einem vermeintlich kleinen Gefährt so weit entfernt von jeglicher Sicherheit klarkommen? Ich würde Panikattacken relativ schnell bekommen. Wie sieht das bei den anderen aus? Und was ist mit einer Gruppe von Mitraumfahrern? Kommt man damit klar? Wie funktioniert die Gruppe? Kann die überhaupt Wissenschaft machen? Und wenn ja, wie? Welche Verluste sind dort zu erwarten? Und. Wie gehen wir also mit Stressreaktionen um Situationen um? Und wie gehen wir mit außergewöhnlichen Umständen um? Die politischen Ziele. Da geht es natürlich zunächst, wie immer bei der Politik, um Herrschaftsräume und Nutzungsräume. Es geht darum, Ansprüche durchzusetzen und auch Überwachung vorzunehmen. Wenn es um die neuen Herrschaftsräume geht, dann geht es tatsächlich um das Weltall. Was ist dort
vielleicht zunächst beginnen mit dem Orbit und darüber hinaus, was ist dort tatsächlich an Herrschaftsraum vorhanden und nutzbar? Das führt uns unmittelbar in die Nutzungsräume. Die Japaner haben jetzt gerade, oder die japanische Weltraumbehörde hat jetzt gerade Proben von einem Asteroiden, erdnahen Asteroiden eingesammelt. Was für Mineralien finden wir da, was für Bodenschätze finden wir da? Das Gleiche gilt natürlich auch immer für unseren Erdtrabanten, aber auch andere Ziele. Das heißt, die Nutzung, auch die wirtschaftliche Nutzung, wird immer ein besonderer Punkt bei diesen Missionen spielen. Die Durchsetzung von Ansprüchen, dabei geht es um zivile Durchsetzung, das heißt faktisch, vertraglich und gesetzlich. Niemand hat irgendwo aufgeschrieben, dass die NASA und damit die Vereinigten Staaten von Amerika den Mond als Erste betreten dürfen. Sie haben es einfach gemacht. Niemand hat der Sowjetunion erlaubt, Menschen in den Orbit zu schicken, aber sie haben es als Erste einfach gemacht. Und. Das heißt, wir haben hier eigentlich vielfach eine faktische Durchsetzung. Und da muss man natürlich weiterkommen. Inzwischen gibt es vertragliche Vereinbarungen, den Weltraumvertrag von 1967, aber das ist doch relativ dürftig. Das heißt, da muss noch mehr passieren. Und natürlich haben wir die Situation, dass wir gesetzliche Vorschriften brauchen, etwas Normatives. Ein Weltraumrecht gemacht von den Menschen, was an sich schon ja wieder eine Anmaßung darstellt. So, das heißt, die zivile Durchsetzung ist nicht gerade normgebunden und ist auch nicht gerade vorhersehbar. Militärische Durchsetzung, da gilt natürlich wie überall sonst auch das Recht des Stärkeren. Die Überwachung im erdnahen Bereich, da geht es darum, seinen Nachbarn zu überwachen, da geht es darum, seinen Nachbarstaat zu überwachen, da geht es darum, Bewegungen auf der Erde zu überwachen, um einfach vielleicht auch herauszukriegen, wie bewegen sich Bevölkerungen, wie sind jetzt gerade, oder vielleicht sind wir vermeintlich gerade vor einer neuen Flüchtlingswelle aus Afghanistan. Das ist natürlich gut, wenn man die von da oben runterschauen, schon mal richtungweisend einordnen kann. Das heißt, Bewegungsdaten als solche sind dann schon mal eine sehr wichtige Größe. Aber eben auch das Extraterrestrische, wobei man sagen muss, wir reden hier über den erdnahen Weltraum, denn so furchtbar weit können wir noch nicht darüber hinausblicken. Also unser Sonnensystem ist so ziemlich die Grenze, die wir da haben bislang, maßgeblich was Erkenntnisse angeht. So, und es bleibt natürlich auch dabei, es ist immer so, dass sie auch entsprechende alltägliche Probleme lösen müssen. Wirtschaftliche Ziele, da geht es um Ressourcenabbau, ich sprach schon darüber. Die NASA ist hoch interessiert daran, eine Mission auf den Mond wieder zu machen, um eben Ressourcen abzubauen, insbesondere Helium-3, was dort als großer Energiestoff vermutet wird und abbaubar ist. Also ein Gas, was hier eben für die Energiegewinnung über Jahrzehnte hinweg eine Versorgungssicherheit schaffen würde. Aber es geht auch eben um Mineralien. Es geht um andere Stoffe, die man dort finden kann. Auf den Planeten und auf den Monden natürlich, aber eben auch auf Asteroiden und anderen Himmelskörpern. Entschuldigung. Daneben Dienstleistungen. Transportdienstleistungen für die Erkundung, Errichtung, Versorgung und Entsorgung. Also wenn man sich fragt, Herr Bezos und Herr Branson, da Leute zu einem Weltraumaufenthalt von 10 Minuten schippern, sich das natürlich auch gut bezahlen lassen, aber es bringt ja die Kosten noch nicht rein, dann geht es nur darum, es auszuprobieren, dass man es kann, um weitere Missionen, dann auch weitere gut bezahlte Missionen, maßgeblich im Moment für Staaten, entsprechend ausrichten zu können. So, das heißt, es geht um die Erkundung, es geht um die Errichtung
von Weltraumstationen. Die Chinesen sind gerade dabei, ihren Himmelstempel da zu errichten, damit er im nächsten Jahr dann auch starten kann. Es geht um die Versorgung. Also die Astronauten auf der ISS beispielsweise, die brauchen ja auch hier und da noch mal wieder was. Sei es Geräte, sei es aber auch Nahrung und Ähnliches. Und es geht auch um die Entsorgung. Kleiner Gag nebenher. Neulich in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung stand, es müffelt im Weltraum. Wo ist das Problem? Naja, die Besatzung der ISS lebt, wie Menschen leben, und hat natürlich auch die Themen, die Menschen haben. Und ich sage es jetzt mal so salopp, eine dreckige Unterhose muss ja auch mal irgendwo hin. Es gibt da noch kein richtiges Entsorgungskonzept dafür. Man kann es vielleicht vor die Tür stellen, weiß ich nicht. Das ist aber auch nicht das, was man machen sollte, fairerweise. Das heißt, hier müssen bis auf diese kleinsten menschlichen Dinge Entsorgungskonzepte geschaffen werden. Darüber hinaus Kommunikationsdienstleistungen, Satelliten jeglicher Art. Im Bereich der Unterhaltung, im Bereich der Beobachtung, aber eben auch im Bereich der Messung. Darüber hinaus eben eine Infrastruktur für Satelliten zu schaffen, ist ebenfalls ein wichtiges Ansinnen, damit man hier im Orbit kreisen schon verdammt viele Satelliten, die sich auch gelegentlich mal gegenseitig kaputt machen, damit man hier in Ordnung reinschickt, eine Struktur und eine Haltbarkeit. Und natürlich der Betrieb allgemein von Kommunikationsdienstleistungen. Das heißt, wie kann ich dort Reparaturen ausüben? Wie kann ich dort entsprechend auch vielleicht von dort aus gesteuerte Kommunikationsdienstleistungen vornehmen? Aufklärung, zivile Aufklärung, da geht es beispielsweise um Katastrophenschutz. Ganz wichtig im Bereich des Katastrophenschutzes bei Überschwemmungen, bei Ausbrüchen von Vulkanen und anderen entsprechenden starken natürlichen Erscheinungen, die Menschen dann ja auch negativ betreffen, kann man dort im Vorwege oder zumindest während es passiert schon ein Bild der Lage haben, damit man weiß, wie sich das Ganze dann auswirken wird. Darüber hinaus Wetterbeobachtung, ganz wichtig. Allgemeine Beobachtung der Umwelt und der Umweltentwicklung, die natürlich, denken Sie an das Abschmelzen der Polkappen, das wird jetzt nicht unbedingt immer per Hand vermessen, wie viel da verloren gegangen ist, sondern es sind natürlich Satellitenbilder, die ausgewertet werden, damit man hier auch eingreifen kann. Aber auch ganz allgemein Bewegungsbilder von Menschen, Bewegungsbilder aber auch von Tieren beispielsweise, um diese dann entsprechend einordnen und nutzen zu können. Schließlich militärisch, auch da ist natürlich die Aufklärung sehr wichtig. Was macht denn überhaupt mein Nachbar hier an Aktivitäten, Truppenverlegungen und Ähnliches beispielsweise. Nur das ist auch wieder der Teil, der uns der größtenteils verborgen bleibt. Darüber hinaus, und da ist ein großes Fragezeichen, werden wir irgendwann in der Lage sein, auch Produktion und vielleicht verbesserte Produktion in der Schwerelosigkeit vornehmen zu können. Bei bestimmten Produktionsverfahren ist die Schwerkraft durchaus sehr hinderlich. Und wie ist die Frage, ist das eigentlich in der Schwerelosigkeit besser zu lösen? Und natürlich am Ende des Tages immer, wenn ja, wie teuer wird denn das Ganze werden? Das ist so ein bisschen mal eine Anschauung, was alles eigentlich an Themen hier rund um dieses Weltraumgeschäft, das Space Business, sich rankt. Natürlich die technischen Themen. Da geht es primär um die Antriebstechnik. Wie komme ich erstmal schnell genug und weit genug hoch? Und vor allen Dingen, wenn ich dann den Orbit verlassen kann, wie bewege ich mich eigentlich
in der Schwerelosigkeit im Weltraum. Man möchte auch nicht unbedingt nur runterfallen und hoffen, dass es gut geht. Also die Bremstechnik spielt hier auch eine Rolle. Sowohl bei Annäherung an Planeten als auch oder Planetoiden als auch im Weltraum an sich. Denn häufiger mal einem Satelliten auszuweichen, das passiert schon. Darüber hinaus natürlich die Frage, was sind physikalisch Grenzen, die wir weiterhin als Grenzen erkennen müssen und welche Möglichkeiten ergeben sich eigentlich im Weltall, also in der Schwerelosigkeit. Die Tatsache, dass wir Normen brauchen, ist sicherlich ohne Widerspruch. Wir brauchen schlicht und einfach Regeln, nach denen wir da vorgehen. Und wir haben sie nicht. Das Einzige, was wir haben, ist der schon angesprochene Weltraumvertrag von 1967. Aber der regelt nur zwischenstaatlich, ganz allgemein, was denn so im Weltraum gemacht werden darf und was nicht gemacht werden. Im Endeffekt hält er nur fest, dass jegliche Weltraumaktivitäten allen Staaten gemeinschaftlich und gleichberechtigt zustehen. Das heißt, wenn jetzt Privatpersonen auf die Idee kommen, Rechte in welcher Form auch immer aus dem Weltraumgeschäft ableiten zu wollen, dann müssen sie erstmal die Rechtsgrundlage erschaffen. Das heißt, wir brauchen eine staatliche, neben der suprastaatlichen oder verbesserten superstaatlichen, eine staatliche und dann auch eine private Normgebung. Also wir brauchen ein Weltraumrecht. Das Wirtschaftliche, ich komme da noch weiter drauf zu sprechen, dafür brauchen wir einen Ordnungsrahmen und natürlich brauchen wir dafür auch Mechanismen, wie eine solche Wirtschaft organisiert werden kann. Die Akteure sind maßgeblich Staatengemeinschaften, Einzelstaaten, aber inzwischen auch private und das sowohl kommerziell als auch konsumtiv. Und die Interessen sind kommerziell, wissenschaftlich, wobei man dann eben schauen muss, welche Stakeholder sind dort mit betroffen, also eine klassische Stakeholder-Analyse machen muss und eine Kosten-Nutzen-Analyse. Bei der Umsetzung schlicht und einfach, was geht und was geht dann nicht mehr. Die Frage, was geht und was geht nicht oder noch nicht, das ist das, womit ich mich jetzt mal ein bisschen beschäftigen will. Wir haben schon eine Reihe von Weltraummissionen erlebt. Das heißt, genau genommen, okay, ist jetzt eine Schnapszahl, 333 Weltraumstarts bis heute, also bis Juli diesen Jahres, es können schon 334 geworden sein. Davon größtenteils Flüge, die organisiert wurden aus den USA, aus der Sowjetunion und einige wenige aus der Volksrepublik China, sowie neuerdings dann eben die Flüge, die von US-Unternehmen, Branson, Bezos, Musk, vorgenommen werden. Die geplanten, offiziell angemeldeten Raumflüge in nächster Zeit sind dann noch in diesem Monat ein Tourismusausflug von 4 Personen mit der SpaceX. Die Soyuz möchte einen Film drehen im Oktober und darüber hinaus muss eine Crew 4 Personen zur SpaceX gebracht werden. Mit der SpaceX. Zur SpaceX-Crew ausgetauscht werden. Wir haben dann im Oktober noch 3 Personen, die von der Volksrepublik China in den Weltraum geschickt werden, beziehungsweise nach Chensui. Entschuldigen Sie, mein Chinesisch ist nicht so gut ausgeprägt, dass das nun perfekt ausgesprochen sein mag. Da geht es tatsächlich auch um eine Weltraum- Stationbemannung bzw. die Vorbereitung davon. Die Soyuz startet dann im Dezember nochmal mit dem Touristenflug und weitere Folgen bis hin angekündigt schon vor,
vor einiger Zeit, aber jetzt geplant auf 2022, dass Boeing einen entsprechenden Raumflug zur ISS machen möchte. Das heißt, Missionen wird es auch in nächster Zeit noch reichlich geben. Und dabei muss man schauen, wohin geht das und welcher Mehrwert wird damit verbunden. Die Ziele und die Zielregionen von Weltraummissionen sind natürlich einerseits Planeten und da maßgeblich uns der naheliegende Mars, Planeten Monde wie die der Erdtrabant Luna, aber auch die Planetenmonde Mars vom Mars, in diesem Fall Phobos und Deimos, und vom Saturn Titan und Enceladus dort. Asteroide, ich sprach schon über die japanische Mission, die Rohstoffsuche auf einem Asteroid macht, aber eben auch eine reine Weltraumerkundung. Das heißt, einfach schauen, was man dort vorfindet und was sich an weiteren Erkenntnissen daraus ableiten lässt. Wir haben die Voyager-Missionen, wo es darum ging, auch im Outer Space unterwegs zu sein, also eine Reichweite zu erreichen, die dann für den Menschen erstmalig, also das erste Mal im Weltraum, ein menschliches Fortbewegungsmittel darstellt, um eben auch hier wiederum Erkenntnisse zu sammeln. Wir haben darüber hinaus dann eben aber auch die Frage, inwiefern können wir damit rechnen, dass entsprechende Unfälle im Weltraum passieren, vor allen Dingen Unfälle, die dann unserer Erde passieren. Das heißt, wie sieht das mit Asteroiden aus? Wie sieht das mit entsprechenden Raumschiffsplittern bzw. Satellitensplittern, die hier auf die Erde kommen können? Erfolgreiche Weltraummissionen als Orbitalflüge bemannt, als Flüge zur ISS, Raumstation, als Flüge zu den Planetenmonden, neben der ISS aber auch die Flüge zu den Laboren Tianguang 1 und 2 von den Chinesen und in der Vergangenheit natürlich auch auf die russischen Raumstationen, beispielsweise die Mir. Die Planetenmonde, da insbesondere natürlich der Mond bislang. Weiter sind wir da noch nicht gekommen. Es gibt 270 allgemein anerkannte und bekannte Missionen, Weltraummissionen. Davon fanden 105 Missionen bis Ende des Jahres 1973 statt. Im Jahr 2005 feierte man dann die 200. Mission. Und wie gesagt, jetzt sind wir bei ungefähr 270 entsprechenden Missionen. Dabei geht es um Orbitalflüge, Flüge zur ISS-Station, Sonden, die sich da bewegen, Planetenmonde, die erkundet werden, Luna erfolgt, Titan und Saturn auf dem Weg, Asteroide, hatte ich schon drüber gesprochen, dann aber auch im Weiteren unbemannte Missionen, Sondenmissionen zu den Planeten unseres Sternsystems und auch zu unserer Sonne. Mit der Möglichkeit, Raumfahrt zu betreiben, stellt sich natürlich auch die Frage, was sind die Zielstellungen dann jeweils? Und das ist dann einmal, beginnt erstmal ganz einfach, man will erkunden, man will kartografieren. Die Erde ist alt. Das ganz Typische, was ein Wissenschaftler macht, er beobachtet erstmal und schreibt auf, was er sieht, damit man daraus Schlüsse ziehen kann. Dann aber auch die Materialkunde, zum Beispiel, wie sieht das aus mit Material, was im Weltraum
tatsächlich auch den Gegebenheiten standhält. Wie sieht das mit Legierungen aus, die man braucht, aber auch mit Fertigungstechniken gegebenenfalls. Darüber hinaus die Funktionalitätskontrolle. Das heißt, wie ist denn das einfach eigentlich mit den technischen Geräten und Anlagen, die hier ja gut funktionieren und wohl erprobt sind, funktionieren die auch unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit oder extremen Gravitationskräften, denen sie ausgesetzt sind? Wie ist, sind da die Belastbarkeitsgrenzen von Strukturen und Prozessen im Rahmen dieser technischen Lösungen? Und welche soziale und psychologische Stressresistenz besitzt eigentlich der Mensch? Wir können natürlich, wenn wir über unbemannte Missionen reden, dass wir das Thema Mensch nicht haben in der unmittelbaren Ausführung. Aber wenn wir über langläufig und dauerhaft über Weltraummissionen reden, dann reden wir über bemannte Weltraummissionen. Und da werden wir Menschen dabei haben und da werden wir soziale Situationen haben, die bislang von Menschen so nicht erlebt worden sind. Und auch dementsprechend die Frage, funktionieren dann Gruppen noch genauso? Wie sieht das mit der Psyche aus? Hält jedermann eigentlich diesen Stress stand, da oben ganz allein, ohne mal die Möglichkeit, die Tür aufzumachen und rauszugehen und ein bisschen frische Luft zu schnappen und wieder reinzukommen und wieder einen klaren Kopf zu haben, damit klarzukommen? Das sind alles Themen, die natürlich auch erprobt werden müssen und auch nur bedingt hier simuliert werden können. Der Infrastrukturaufbau von Kommunikations- und Überwachungssystemen und Strukturen, von Transportstrukturen, da haben wir jetzt wiederum die Missionen von Herrn Branson und Herrn Bezos, aber eben auch die Versorgungs- und die Lagerstrukturen. Ich sprach schon mal das Thema an, was passiert eigentlich mit all den Dingen, die der Mensch im Weltraum nicht mehr braucht? Schmeißt er die einfach vor die Tür? Das wäre sicherlich unverantwortlich. Wie geht er damit um? Dafür müssen entsprechende Konzepte und dann auch entsprechende Infrastruktur gesammelt werden. Also für alle Karikaturisten, die Weltraumtoilette, die chemische, die dann da wartet und wieder abgeholt werden wird. Das aber nur als Gag. Die Versorgung von Raumstationen, die Erkundung von entsprechenden Planeten, Monden, die unmittelbar ansteht, also der Erdtrabant, aber eben auch die beiden Saturn-Trabanten. Die beiden von jeder Menge Saturn-Trabanten, muss man dazu sagen. Das heißt, wir haben ja mit der Erde, die nur einen einzigen Trabanten hat, eigentlich einen entsprechenden bescheidenen Auftritt. Der Saturn hat 23 Trabanten. Und last not least, mal sehen, wie lange sich das hält, wie lukrativ das ist, auch der Weltraumtourismus. Ein Weilchen wird es wahrscheinlich noch geben. Die Grenzen für solche Missionen sind natürlich technische Grenzen. Grenzen bei der Antriebs- und Steuerungstechnik, bei der Antriebstechnik, insbesondere der Antrieb im All, also im Raum ohne Gravitation und ohne weitere Atmosphäre. Wir haben darüber hinaus eben auch die Frage, wie kann man sensibel, bis aufs Kleinste sensibel, solche Riesengeräte steuern, dass sie auch miteinander kommunizieren können, andocken können, dass man dort entsprechend auch nicht immer den einen oder anderen Arm, der für andere Dinge, wie beispielsweise die Forschung genutzt werden sollte, kaputt macht. Wir haben die Frage von Materialwiderstandsfähigkeit und Haltbarkeit. Ich sprach vorhin auch schon mal über die Legierungen. Da fehlt uns noch einiges an Erkenntnissen, wie wir eben das Material, was wir derzeit nutzen, widerstandsfähiger machen können. Beispielsweise auch,
um es wiederverwenden zu können. Das heißt, vieles von dem, was dort oben genutzt wurde und wieder zurückkommt, verglüht in der Atmosphäre, weil es einfach nicht besonders gut möglich ist, eine Wiederverwendbarkeit hinzukriegen. Gut, Herr Musk und die anderen Milliardäre da aus Amerika suchen den Weg und finden ihn teilweise auch schon hier, oder haben ihn teilweise hier auch schon gefunden, auch wieder zurückzukehren, insbesondere Triebwerke zurückkehren zu lassen. Aber da fehlt noch eine allgemeingültige und allgemein anwendbare Größe. Wir haben darüber hinaus dann natürlich auch soziale Grenzen. Wir müssen versorgt werden. Also das Essen auf Rädern gibt es da noch nicht. Es gibt jetzt Herrn Maurer, der ein entsprechendes, sich derzeit auf dem Weg in den All befindlicher Astronaut, der auf die ISS kommt, der entsprechend sich saarländisches Essen schicken lassen will, was ihm mitgegeben werden soll. Aber wir haben dort die Aufgabe, wie wir dauerhaft Menschen mit Nahrung versorgen können und vor allen Dingen, wie wir sie dauerhaft auch mit entsprechenden Getränken versorgen können. Ich erspare Ihnen die Realität dazu. Isolationsauswirkungen, was macht das eigentlich mit den Menschen, die dort arbeiten und leben? Kann man eigentlich über Jahre hinweg jemanden dort arbeiten und leben lassen? Und wie ist das mit der Reintegrierbarkeit bei Langzeitmissionen? Das heißt, wie sieht das aus mit den Menschen, die zurückkommen, die dann psychisch eine ganz andere Umgebung gewohnt sind und eine ganz andere Vorgehensweise, aber eben auch physisch sich daran gewöhnen müssen, dass sie hier sich befinden, auf einem Planeten befinden, der eine Anziehungskraft hat und bei dem nicht alles so ohne weiteres möglich ist wie in der Schwerelosigkeit. Die politischen Grenzen, wir haben manifeste Machtstrukturen, die wir derzeit vorfinden, die eben das Faktische darstellen. Wir haben darüber hinaus aber dann natürlich auch je nachdem, wie erfolgreich Missionen werden, Machtstrukturauswirkungen auf die gegebenen Machtstrukturen. Im Moment sieht es so aus, dass die ohnehin schon Mächtigen und Fähigen noch mächtiger und noch fähiger werden. Und das heißt, dass sich das Machtgefälle weiter erhöht, auch auf der Erde. Aber es kommt natürlich darauf auch an, inwieweit sind diese Staaten eigentlich gewillt, zu integrieren, auch aus anderen Ländern und Regionen Menschen teilhaben zu lassen. Und wie wird eigentlich mit diesen Machtstrukturen und deren Manifestation umgegangen, wenn es um die Durchsetzung vom politischen Willen geht? So, wir erinnern uns alle noch an die Diskussionen rund um den Aufbau von Weltraumwaffensystemen in den 80er Jahren. Insgesamt bedeutet das, wir haben hier einen globalen Auftrag für die gesamte Menschheit. Und das ist vielleicht ganz wichtig, dass man das wahrnimmt. Da ist dieser Zerfall in Einzelinteressen einfach nicht mehr opportun. Wir müssen hier global politisch in die Lage kommen, an einem Ziel zum Wohle aller zu arbeiten. Das ist bislang nicht so furchtbar gut gelungen in der Menschheitsgeschichte. Mal ja, mal nein und häufig eher nein als ja. Wir haben entsprechende rechtliche Grenzen. Es gibt keine praktikable Rechtsgrundlage. Der Weltraumvertrag von 1967 ist so ein zwischenstaatliches Allerlei. Das sagt überhaupt nichts. Da muss man unbedingt weitergehen. Wir haben die wirtschaftlichen Grenzen. Bisher werden maßgeblich alle Missionen von Staaten, also auch mit einem hohen Kapitalvolumen dahinter durchgeführt. Wir haben keinerlei privatrechtliche Basis für Privatpersonen, dass sich das auch lohnen würde.
Wir haben Finanzierungserfordernisse, die sehr hoch sind. Und wir haben tatsächlich bislang nur sehr begrenzt erprobte Geschäftsmodelle. Das heißt, auch da gibt es noch eine ganze Menge nachzuarbeiten und zu entwickeln, bevor wir uns in allzu große Träumereien begeben können. Darüber hinaus haben wir die ethischen Grenzen in Bezug auf die globale Verantwortung, die damit einhergeht, in Bezug auf Priorisierung von Missionszielen, aber auch Partizipation bei Missionen und eben die gesamte Menschheitsverantwortung. Das heißt, was hier darüber hinaus eben auch bedeutsam ist, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber davon auszugehen, dass wir die Einzigen in diesem ganzen großen Etwas, in den Galaxien, in unserer Galaxie, wie auch immer, sind, dafür spricht auf Basis unserer Sichtweise im Moment ein bisschen was, aber auch nicht viel. Es spricht viel dagegen. Das heißt, wir haben hier auch irgendwann mit anderen Kulturen, mit anderen Wesen auszukommen. Und dafür haben wir dann auch eine Verantwortung, dass das in einer Art und Weise geschieht, die eben den menschlichen, ethischen Ansprüchen entspricht. Und die Menschheitsverantwortung in puncto unserer eigenen Erde, also unseres eigenen Heimatplaneten, die sehen wir ja dann doch irgendwo schon als begrenzt, wenn wir uns all diese Umweltthemen angucken, mit denen wir uns derzeit beschäftigen müssen, die ja vielfach auch einen kumulativen Charakter haben. Was benötigen wir, damit noch etwas mehr geht? Das heißt, was muss eigentlich noch passieren, damit das tatsächlich noch besser funktionieren kann? Ich sprach über die anerkannten Rechtsgrundlagen, den Weltraumvertrag und das, was sich daraus entwickeln muss. Also wir brauchen schlicht und einfach, Sie sehen es hier, das ist zwar von einem Großteil der Staaten ratifiziert das Ganze, aber auch nicht von allen Staaten beispielsweise. Es gibt diese Ergänzungsabkommen, aber das ist alles sehr grob. Wir haben keine privatrechtlichen Ansätze. Und solange wir keine privatrechtlichen Ansätze im Sinne des Vertragsrechts, des Haftungsrechts, gegebenenfalls des Patentrechts, aber auch des Strafrechts haben, bedeutet das, dass wir hier auch tatsächlich privatwirtschaftliche oder private Aktivität kaum steuern können. Es fehlt natürlich eine Rechtsdurchsetzungsinstanz. Die haben wir ja schon auf der Erde global nicht. Wir haben zwar die UNO, die entsprechend mal den Finger hebt und mal sagt, so geht es aber nicht, die vielleicht auch mal eine Mission startet, aber eigentlich haben wir keine Rechtsdurchsetzungsinstanz. Afghanistan konnte in den letzten Tagen davon, das war ein Beispiel dafür, wobei, da müsste man tatsächlich nochmal fragen, welches Recht wäre da gewesen, dass die Taliban nicht das Land an sich reißen. Und Überwachung und Kontrolle ist bislang vollkommen ungeklärt. Also wenn Sie so wollen, fehlt uns auch so ein bisschen die Weltraumpolizei oder das, was dafür herhalten muss. Darüber hinaus fehlt, das muss ich jetzt als Banker natürlich noch einbringen, nicht nur die rechtliche Grundlage, sondern natürlich auch die solide Finanzierungsbasis oder Finanzbasis. Wir haben staatliche Basisfonds, wir haben privates Risikokapital, was dort einfließt. Aber was auch denkbar ist natürlich, dass wir hier entsprechende Anleihen schaffen, sodass auch eine breitere Schicht von Anlegern hier vielleicht dran partizipieren kann. Fondslösungen, Anleihelösungen, wie auch immer. Börsennotiert natürlich, denn wenn das im Wildwuchs des grauen Kapitalmarktes passiert, und da gibt es ja schon einiges, dann würde ich doch vor lieber warnen. Gleichwohl geht es darum, dass wir hier die Instrumente ja tatsächlich haben. Staatliche Finanzierung, privates Risikokapital, aber auch allgemein eingesammeltes Risikokapital an Börsen. Das heißt, die Möglichkeit gibt es ja schon. Dementsprechend Chance für einen Neustart. Warum einen Neustart?
wie der Mensch sich auf diesem Planeten verhalten hat. Wenn wir uns insbesondere anschauen, wie die Europäer ihre im ausgehenden Mittelalter ihre Landnahme, Besitzergreifung von Land weltweit betrieben haben, da kann man nur sagen, das war ungesteuert, das war unkoordiniert, das war unreguliert. Und wenn wir das genauso dort vornehmen im Weltraum, dann kriegen wir wahrscheinlich ähnlich schlechte Ergebnisse, wie wir hier hatten, wo wir lange brauchten, Dinge auch wieder zu korrigieren und vieles noch nicht korrigiert ist, vieles auch gar nicht so bald korrigiert werden kann und was teilweise denn eben auch einen selbstzerstörerischen Charakter hat. Das heißt, Neustart bedeutet, wir müssen von vornherein richtig aufsetzen, es richtig machen und nicht nur losrennen und sagen, ja, hurra, ich war der Erste. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, ist das eigentlich etwas, was wir mit gemeinwirtschaftlichen Prinzipien am besten bewältigen können oder mit privatwirtschaftlichen Prinzipien? Die Dimension des Ganzen und die Betroffenheit spricht für eine gewisse gemeinwirtschaftliche Herangehensweise, die Effektivität und die Effizienz für eine gewisse privatwirtschaftliche Ausrichtung. Welcher Weg dann letztendlich genommen wird, das muss man sich genau angucken. Wie sieht das mit dem Ordnungsrahmen einer nachhaltigen Weltraumökonomie aus? Wie definieren wir denn eigentlich Ressourcen und wie bestimmen wir Eigentumsrechte für diese Ressourcen bzw. allgemein Vermögensgegenstände, die dort wiederzufinden sind? Welche verteilungspolitischen Lösungen gibt es denn für die entsprechenden Kosten und Erträge, die damit einhergehen? Welche Anreizsysteme sollen für Weltraumgeschäft geschaffen werden? Wollen wir, wie wir es hier maßgeblich in der Marktwirtschaft haben, einen reinen Gewinnanreiz haben, also monetären Anreiz haben? Und da kann es eventuell auch noch andere Wege für Anreizsysteme geben. Und wie können wir das Ganze kontrollieren und sanktionieren? Dann natürlich der Umgang mit nichtmenschlichen Anspruchsfeldern. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir die Einzigen im Universum sind. Wir müssen davon ausgehen, dass es eben darüber hinausgeht. Darüber hinaus bedeutet schon mal jetzt zu schauen, dass wir auch noch andere Lebewesen auf unserem Planeten haben und nicht nur den Menschen. Was gestehen wir eigentlich Flora und Fauna dazu? Als Beitrag, den man dort für sie leisten kann. Aber das ist natürlich alles Fantasie, wenn Sie so wollen. Was wäre denn mit anderen Lebewesen außerhalb unserer Erde? Wie gehen wir damit um? Und bei all dem, was wir so gerne jetzt hier schon kaputt gemacht haben und wo wir Entschädigungsfonds ohne Ende für Betroffene im Nachhinein dann haben aufstellen müssen, fangen wir schon gleich an für den Weltraum-Entschädigungsfonds für all die Spezies und Betroffenen, die wir dann dort schädigen? Also man muss sich das genau überlegen. Denn es ist einfach nicht vertretbar und da es nicht ausschließbar ist, Dritte, wer auch immer diese Dritte sein mögen, hier zu unseren Gunsten schlechter zu stellen. Das ist dann auch mit der menschlichen Ethik an sich nicht verbindbar. Geschäfte, was kann man, das ist ja das Kernthema, was kann man daraus machen? Also darauf warten jetzt wahrscheinlich die meisten, dass sie gleich sich hinsetzen können und loslegen können. Geschäfte rund um die Weltraumfahrt. Ich habe es bewusst jetzt erstmal so breit eingeführt, weil natürlich die Geschäftstätigkeiten, die möglich sind, alle hier unten stattfinden. Das muss man ganz deutlich sagen. Geld ist nur hier unten zu verdienen. Und weil diese Geschäftstätigkeiten letztendlich dann auch von jedermann gegebenenfalls ausgeführt werden können. Es kommt immer darauf an, worum es sich handelt, welche Kompetenzen vorhanden sind. Das heißt, Geschäfte rund um die Weltraumfahrt bedeutet, dass wir uns die Voraussetzungen von wirtschaftlichen Aktivitäten anschauen müssen. Also sind die
weltraumbrauchbar, das, was dabei rauskommt, Dienstleistungen oder Produkte? Besteht überhaupt eine Weltraumtauglichkeit? Wenn sie denn brauchbar wären, kann man sie da überhaupt einsetzen? Und dementsprechend landet man dann natürlich bei technischer Ausrüstung und Werkzeugen, die man dort benötigt. Man landet bei Kleidung. Es wurde gerade erst eine Hightech-Textilie in Österreich entwickelt, damit die Raumfahrer eben dauerhaft Kleidung und die gleiche Kleidung vor allen Dingen tragen können, trotz aller Ausscheidungen, die man nun mal so mit sich bringt, auch wenn man nicht sich hier vor Ort jetzt auf die Toilette bewegen würde. Man schwitzt, man fasst sich an die Kleidung und streift irgendwelche Hautpartikel ab und. Das muss ja alles irgendwo auch verarbeitet werden. Ich will nicht dazu aufrufen als Versuchsaufbau, aber wenn Sie sich mal 5 Tage lang die gleiche Unterhose anziehen, dann wissen Sie wahrscheinlich, nicht so die gute Idee. Und das ist im Wesentlichen tatsächlich die Situation der Astronauten, also der Weltraumfahrer, die wir bisher haben. Die wechseln natürlich schon, aber auch dann müssen wir gucken, wie sie das Zeug loswerden. Waschmaschine gibt es auf der ISS nicht. Nahrung. Sie können nur ein begrenztes Maß an Nahrung mitnehmen. Und wenn Sie sich anschauen, Astronautennahrung, das ist ja was für Feinschmecker. Aber eben auch nicht was für jedermann. Vor allen Dingen nicht jedermann, der die Breite des Nahrungsspektrums und vielleicht auch die Güte des Nahrungsspektrums hier auf der Erde kennt. Das heißt, das Thema Nahrung muss und Nahrungsgewinnung muss auf jeden Fall weiter entsprechend entwickelt werden. Vor allen Dingen dann auch immer wieder, ich komme immer wieder auf die Themen zurück, Voraussetzung, Brauchbarkeit und Tauglichkeit, kann man dann diese Nahrung, die dort geschaffen wird, dazu würde ich neben dem Essen natürlich auch das Trinken ziehen, kann man diese Nahrung tatsächlich auch im Weltraum nutzen und vielleicht auch mehrfach nutzen. Medizinische Ausrüstung, Arbeitsmaterial, Freizeitgüter, Notfallausrüstung, all das sind Dinge, die man da oben braucht und die dort entweder hergestellt oder hingebracht werden müssen. Im Moment maßgeblich hingebracht werden müssen. Und das heißt, es beginnt eigentlich, wenn man darüber spricht, was man so alles hier machen könnte, dabei, dass man diese Dinge weltraumtauglich herstellt, entwickelt und herstellt. Das gilt natürlich auch für Komponenten, das gilt für technische Schaltkreise und so weiter und so fort. Das heißt, da alles von hier mitgebracht werden muss, muss alles hier transportiert werden. Man muss hier nur die Funktionsweise und die allgemeine Funktionalität von Komponenten anschauen und die dann in der Entwicklung auf die Weltraumtauglichkeit ausrichten, dann hat man schon Geschäftsmodelle. Das heißt, bei dem, was alles dort gebraucht wird, was alles dort fehlt, da liegt auch der Schlüssel letztendlich zunächst erstmal in dem, was man hier maßgeblich aus Beitrag leisten kann. Ein Kiosk da irgendwo oben im Orbit aufzumachen, ist, glaube ich, noch nicht, derzeit zumindest noch nicht der zielführende Ansatz für eine Geschäftsentwicklung. Neben dem, was dort hingebracht werden muss, muss aber auch vieles zurückkommen oder anderweitig entsorgt werden. Das heißt, die Entsorgungsthematik, aber auch die Vermeidung von Entsorgungsnotwendigkeiten ist ebenfalls ein ganz wichtiger Punkt. Also, wir brauchen weltraumadäquate Entsorgungslösungen, beginnend bei defekten Flugkörpern und Stationsbestandteilen, damit sie nicht mal ebenso irgendwo hier in eine kasachische Steppe oder vielleicht auch mal auf eine Großstadt runterfallen, sondern damit sie tatsächlich auch sicher für alle Beteiligten, übrigens auch für die anderen Satelliten, die dort oben sich bewegen und auch für die ISS, in die Nichtnutzbarkeit gebracht werden. Das gleiche gilt für technische Geräte. Eben mal den Toaster vor die Tür stellen, weil er alt und kaputt ist, geht nicht. Denn der haut dann vielleicht als nächstes die ISS mit den entsprechenden Antennennamen kaputt. Kontaminierte Gegenstände, ganz wichtig. Dort, wo wir Gesundheitsgefahren aufgrund von Kontamination haben, die wir immer bekommen können in diesen Bereichen, dort müssen wir natürlich auch schauen, wie können wir die sinnvoll entsorgen. Und Missionen zum Abtransport
von kontaminierten Gegenständen. Und dazu zählt übrigens auch die Exkremente von Menschen, die dort arbeiten. Die sollten sicherlich weiter vorangetrieben werden und vor allen Dingen auf die Kosten, auf der Kostenseite genau geprüft werden, inwiefern kann man da Kostenreduktionen hinkriegen. Also eine Kosten-Nutzen-Analyse. Brauchbarkeiten von Brauchflüssigkeiten und Exkrementen hatte ich eben schon angesprochen. Wie sieht das aus mit Entsorgungsstellen? Sollte man sozusagen die Mülltonne in den Orbit schicken und da schmeißen alle was rein und dann wird das irgendwann weggeholt. Das muss man sich natürlich nicht so wie eine Mülltonne, sondern dann schon eher wie ein entsprechender Transportsatellit und Aufbewahrungssatellit vorstellen. Wer unterhält das Ganze? Kann da jeder reinwerfen? Und wer betreibt eigentlich diese Entsorgung? Alles Themen, die natürlich noch geklärt werden müssen, für die bisher noch keine entsprechenden Konzepte feststehen, für die aber noch Lösungen gesucht werden. Und das bedeutet ja mal überall dort vor Lösungen gesucht werden, dort könnten auch interessante Geschäftsideen schlummern. Dienstleistungen im Transportbereich, im Kommunikationsbereich, in der Überwachung, in der Instandhaltung und in der Aufarbeitung, in der Abfallverwertung, aber natürlich auch in der Analyse und Auswertung. Also Dienstleistungsbereiche, die allerdings vielfach eben auch einen entsprechenden technischen Hintergrund oder einen technischen Aufbau benötigen. Das ist natürlich auch etwas, was hier als Folgegeschäft sehr wichtig ist. Darüber hinaus haben wir dann die Frage, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit man überhaupt so ein Geschäft betreiben kann. Und damit fiele ich dann schon raus, ich hatte das schon mal gesagt, die naturwissenschaftlichen Grundkenntnisse sind bei mir mal vorhanden gewesen, sagen wir mal so, also sind noch vielleicht noch okay für einen durchschnittlichen Sekundarstufe 2 Schüler, aber viel mehr ist das auch nicht. Das astrophysikalische Grundwesen, da muss ich dann schon langsam passen, also ich wäre da nicht für geeignet, aber Sie brauchen natürlich diese Kenntnisse, damit Sie einschätzen können, gerade in Bezug auf die Frage der Tauglichkeit und der Brauchbarkeit, inwiefern solche Lösungen, die Sie schaffen wollen, auch tatsächlich, ja, zumeist technische Lösungen, die Sie schaffen wollen, tatsächlich auch gangbar sind. Sie brauchen technisches Fachwissen, am besten eben Raum- bzw. raumfahrttechnisches Fachwissen. Sie brauchen dann aber auch die Fähigkeit, Lösungen unter sehr restriktiven Bedingungen zu schaffen. So eine Raumstation ist nicht besonders groß. Die dort arbeiten, haben es nicht besonders weitläufig. Das heißt, hier müssen Lösungen geschaffen werden, die unter restriktivsten Bedingungen auch funktionieren. Dafür braucht man Innovationskraft und Improvisationskraft. Man braucht natürlich auch genügend Geld. Ich sprach vorhin schon mal darüber, also die Finanzkraft. Und man sollte Netzwerke zu Wissenschaft und Wirtschaft haben. Darüber hinaus hilft dann natürlich auch der Kontakt zu den staatlichen Raumfahrtagenturen, zu Wissenschaftsministerien, aber auch zu entsprechenden Geldgebern. Ich sprach das vorhin schon, die eben gegebenenfalls hier auch hilfreich sein können, um Projekte zum Leben erwecken zu können. Sie brauchen eine interdisziplinäre Kompetenz im Rahmen Ihres Teams, also sowohl im Rahmen Ihrer Führungskräfte und Ihrer Mitarbeiter. Sie brauchen aber auch Risikobewusstsein und Risikoakzeptanz. Ohne Risiko geht das nicht. Aber ein Risiko, was ich vorher nicht genau einschätze, das sollte man lieber sein lassen. Also ich muss mir auch das Bewusstsein schaffen. Und vor allen Dingen, leider Gottes, ein hohes Maß an Frustrationstoleranz. Es braucht häufig viele Anläufe, um hier zum Erfolg zu kommen. Ja, das sind die Voraussetzungen, damit Sie vielleicht auch irgendwann Ihr Space-Business starten können. Was genau wäre die Agenda dafür, den Fahrplan für Ihre Deep Space-Reisen? Alles beginnt natürlich mit der Idee und Sie sehen hier, es ist nicht Raketenwissenschaft. Es ist diese Grundprinzipien, die auch hier auf unserer Erde Gültigkeit besitzen, besitzen auch dafür Gültigkeit. Das heißt, wir kehren hier, wenn Sie so wollen, zurück zu den bekannten
vielleicht auch biederen Ansätzen und Grundregeln der Geschäftsentwicklung. Alles beginnt nun mit einer Idee, den eigenen Punkt der besonderen Leistung zu erkennen, das USP, oder zu schaffen, dabei daran zu denken, dass auch kleine Aspekte mit berücksichtigt werden müssen und auch kleine Dinge erledigt werden müssen. Die Fäkalienentsorgung auf den Raumstationen, sprach ich ja schon mal an, ist vielleicht nicht das große Ding, aber ist schon ein Riesending, wenn man da sitzt und zusehen muss, wie man es hinkriegt. Erfolg gibt es nur mit einem Plan. Das heißt auch hier klassischerweise ein Businessplan, der entwickelt werden muss für ein Space-Projekt. Darüber hinaus Machbarkeitsstudien zu Anfang und Projektmanagement. Machbarkeitsstudien anfertigen und ein Projektmanagement entwickeln. Sie werden das in aller Regel nicht mit einer kompletten Mannschaft machen können, sondern Sie müssen das entwickeln in einem Unternehmen. Das heißt, Sie sollten hier sich die geeigneten Projektmitarbeiter zusammentrommeln, damit Sie entsprechend vorgehen können. Vorher aber schauen, was geht und was nicht geht nicht. Eine Know-how-Basis im eigenen Haus bei sich selber schaffen und natürlich Netzwerke zu Know-how-Trägern. Das Relationship Management mit entsprechenden Kunden oder potenziellen Kunden entwickeln, verbessern, entfachen, wie auch immer Sie wollen, aufzubauen. Denn Sie brauchen natürlich nicht nur eine Idee und ein Produkt, Sie brauchen auch hinterher, damit Sie es wirtschaftlich nutzen können, auch jemand, der es braucht. Das heißt, wenn Sie einen Beitrag zu diesen Raumfahrtmissionen bringen wollen, wenn Sie das auch wirtschaftlich nutzen wollen, dann sollten Sie schon Kontakt zu den Abnehmern haben und auch deren Bedürfnisse und deren derzeitige Themen im Blick haben. Eine eigene Lobby- und Unterstützerkreise entwickeln. Alles, was mit Weltraum zu tun hat, hat auch immer irgendwo einen politischen Anstrich. Das heißt, auch hier geht es darum, wie kriegt man politische Akteure oder überhaupt gesellschaftliche Akteure hinter die Idee, die man verfolgt. Staatliche Fördermittel nutzen, davon gibt es reichlich auf europäischer Ebene, aber eben auch auf einzelstaatlicher Ebene. Wir benötigen aber vor allen Dingen dann auch ein durchgängiges Controlling, was mit einem Meilensteinplan beginnend und Abbruchschwellen definierend dafür sorgt, dass das nicht zu großen Gräbern für Geld und Kapital wird. Das ist klassische BWL, klassische Geschäftsentwicklung, aber es gilt auch hierfür. Also nichts Außergewöhnliches. Die Idee, wenn ich sie hätte, würde ich sie selber machen, müssen Sie schon selber haben. Schauen Sie mal nach, was geht und was nicht geht. Und schauen Sie mal nach, ob Sie die Kompetenzen haben, so etwas auch zu ermöglichen. Zu jedem ordentlichen Vortrag gehören natürlich auch die Quellenangaben, die Sie hier finden, die maßgeblichen Quellenangaben und darüber hinaus dann eben auch am Ende der herzliche Dank für Ihre Aufmerksamkeit, aber eben auch der Dank an die FAM, dass sie mir die Möglichkeit gegeben hat, in einem nicht normalerweise von mir besetzten Feld auch mal hier entsprechende Steine ins Wasser als Denkanstöße zu werfen. Und darüber hinaus eben auch an Ryan Maas und Rupert Wogatski, die mir beide so ein bisschen als Sparringspartner und manchmal als technischer Advisor hier und da auf die Sprünge geholfen haben. Herzlichen Dank, schönen Abend und vielleicht mal irgendwann im Weltraum. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Tschüss.